Friends und herzlich willkommen zu Part 2 von Paula alleine in London. Again. Diesmal allerdings auch ein Grund, wer es im letzten Video noch nicht gesehen hat. Ich bin aktuell in London, um an dem Condé Nast College, also das ist Fashion College in London, einen Wochenkurs zu belegen im Bereich Fashion Styling. Und es sind jetzt gerade die letzten zwei Tage, allerdings sind heute die wichtigsten Tage, weil wir heute zwei Shootings vorbereiten mussten über die ganze Woche und auf der anderen Seite noch 15.000 andere Abgaben, wenn man es so nennen mag, haben. Und morgen müssen wir dann auch nochmal was ganz Wildes machen. Also es wird anstrengend, es wird voll, aber ich nehme euch natürlich mit, so gut ich kann. Es ist immer ein bisschen schwierig, in der Uni da zu filmen. Aber ja, Step Nummer 1 ist, wir haben jetzt 7 Uhr. Supermarkt hat gerade aufgemacht. Ich muss ja jetzt gerade mal hinsteppen, weil wir haben heute ein Stillleben-Shooting. Wir haben Taschen zur Verfügung gestellt bekommen. Absolut nicht mein Vibe, aber okay. Wo wir einen Instagram-Post dann für die vorbereiten müssen. Beziehungsweise shooten müssen. Und dafür haben wir uns was ausgedacht mit so Blumen und Obst. Und es ist relativ simpel, deren Instagram-Account. Deswegen konnte man jetzt nicht so kreativ werden, finde ich. Aber das gehe ich jetzt gerade mal kaufen. Von daher, let's go. All the drugs kill my idols. Everybody got me fed up. Reminisce when shit was better. But wasn't really ever better. But then I feel like this forever. Always gotta keep my head up. Always gotta keep my eyes up. Smoking dope, got my eyes low. All the drugs kill my idols. Everybody got me fed up. Reminisce when shit was better. But wasn't really ever better. But then I feel like this forever. Step outside. When's the last time I stepped outside? I was probably feeling like I wanna die. Around the last time I said I'm fine. When she asked if she hurt me, I couldn't help but fly back in time. Felt like every pathway aligned. Deja vu, I felt days combined. Deja vu, I felt days combined. I escaped. Hallo Freunde, ich bin wieder da. Ich muss gerade ein bisschen schnell machen, weil ich habe ungefähr keinen Akku mehr. Aber ignorieren wir auch, wie fertig ich aussehe. Der Tag war wirklich anstrengend. Aber ich dachte, ich berichte euch mal kurz, weil es war wirklich toll heute. Also es ist so witzig, weil wenn man den ersten Vlog geschaut hat, ich war nur am Rumheulen. Ich habe es so gehasst am Anfang. Ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich habe generell überhaupt keinen Spaß gefühlt gehabt. Und jetzt der zweite Vlog ist sozusagen der gute Part. Aber ja, fangen wir von vorne an. Also wir hatten für den Donnerstag heute einen riesen Zeitplan, weil wir wurden Anfang der Woche alle in Gruppen eingeteilt und mussten in dieser Zeit ein Shooting auf die Beine stellen, was heute war, beziehungsweise zwei Shootings, aber eins, was ein bisschen größer war. Und wir haben heute Morgen angefangen, erstmal das Stillleben-Shooting zu machen. Da hatten wir nämlich eine Brand genannt bekommen und ein Produkt von denen bekommen, mussten sozusagen Instagram-Feed-Post für die erstellen. Was okay war, so, es war von uns allen nicht so der Vibe, aber haben wir halt gemacht. Und bei dem zweiten Shooting war es die ganze Zeit ein bisschen kompliziert, weil ich bin in einer Gruppe gewesen mit Menschen, mit denen ich mich halt stylisch überhaupt nicht identifizieren konnte. Aber wir haben am Ende was ganz Gutes, also einen ganz guten Kompromiss gefunden, weil wir sozusagen zwei Looks geshootet haben. Als wir reinkamen, die waren alle so, oh wow, okay. Und wir waren so, okay, wir kriegen das hin. Ups. Also um kurz das Shooting zu erklären, man hatte bestimmte Klamotten, die drin sein mussten. Also so zeitlose Klamotten wie zum Beispiel ein Hemd, ein Blazer, eine Lederjacke, was auch immer alles da unten hängt, Jeans, irgendwie sowas. Und ich wollte halt, also ganz viele andere waren auch einfach shoppen und haben da Sachen gekauft. Ich dachte mir, nee, der Kurs ist teuer genug, ich mache da gar nichts. Und habe halt mit meinen Sachen geplant. Genau, dementsprechend habe ich eine Anzugshose von mir genommen, Schuhe, Hemd, was auch immer alles, Blazer von denen. Und unser Kompromiss war sozusagen, dass die sich was für meinen Look aussuchen durften. Und ich habe mir nicht wirklich was für ihn ausgesucht, aber wir haben dann geguckt, dass es trotzdem passt. Also für meinen Look haben die sich dann entschieden, so eine relativ gemusterte Krawatte zu nehmen. Hätte ich jetzt persönlich nicht gemacht, aber ich fand es da eigentlich ganz cool aus. Und die haben halt Haare und Make-up entschieden. Das hätte ich jetzt persönlich, also ich hätte die Haare offen gehabt und damit es so ein bisschen messy ist. Und das Make-up fand ich aber eigentlich ganz okay. Und die anderen haben auf jeden Fall was gemacht mit einem Kleid, mit High Heels und haben dann das Hemd drunter gelassen, was nicht meine Idee war. Aber es sah eigentlich okay aus. Die hatten schlimmere Ideen am Anfang. Jedenfalls war ich vorher dann irgendwie echt nervös, weil ich mir so dachte, boah, was ist, wenn ich mich jetzt richtig blöd anstelle und einfach so, keine Ahnung, irgendwas umschmeiße oder sowas. Ich dachte so, nee. Und dann bin ich auch reingekommen und die waren so lieb. Wir hatten nämlich einen ganz tollen Fotografen, ganz, ganz tolles Model. Wir haben uns so gut verstanden. Wir haben dann, glaube ich, noch 5 Minuten einfach gequatscht und uns so ausgetauscht und wir wären am liebsten für Freunde geworden. Das war wirklich cool. Und dann hatten wir noch eine Make-up-Artistin, die auch sehr talentiert war. Uns ging alles wirklich so ruckzuck.
Und sehr bewundernswert, was das Model da mitgemacht hat, weil die hatte wirklich 6 oder 7 Gruppen, glaube ich, die sie shooten musste. Und man hatte immer 1 Stunde Zeit. Das heißt, es war wirklich Takt auf Takt. Genau, und dann sind wir reingekommen. Dann haben sie Haare und Make-up mit ihr gemacht. Dann habe ich ihr die Klamotten gegeben, ihr so ein bisschen gesagt, vorher also das Moodboard gezeigt, was die Posen sind, wie das Licht sein soll. Das mussten wir alles vorbereiten. Und dann hat sie es richtig gerockt, weil ich habe ihr so ein paar Sachen gesagt. Und dann meinte ich so, hier, mach erstmal dein Ding und dann schauen wir, wie es funktioniert, weil ich das auch immer wichtig finde, dass ich halt ein Model so auch kreativ ausleben kann. Und sie hat es so gut gemacht. Ich habe dann vorher, habe ich nämlich gesehen, dass dann noch so ein Hocker stand und ich war so, kann ich den verwenden? Und ich war so, ja. Generell waren sie sehr begeistert von mir, weil ich bin halt so ein Mensch, ich erstelle für alles Playlists. Also das ist, für jedes Event habe ich eine Playlist, Und ich habe gestern einfach, als ich dann alles so vorbereitet habe, eine erstellt, weil ich das so für den Vibe gebraucht habe. Und meinten so, ja, welche Musik wollt ihr hören? Und ich sag so, ich habe eine Playlist gemacht und die waren so, oh mein Gott, Pluspunkt. Und sie hat die Playlist so gefeiert und sie hat mein Outfit auch so gefeiert, also das Model. Das war wirklich cool. Und sie hat so gut gemacht und das hatte ich wirklich, ich hatte so Spaß, ihr einfach... Also ich hatte so Spaß an dem Set allein. Ich habe da so gerne gestanden und einfach zugeschaut, wie jeder so sein Ding macht. Und es war so cool. Und dann bin ich immer zwischendrin hingegangen und habe irgendwas zurechtgerockt. Die Krawatte war ein bisschen doof gebunden tatsächlich. Deswegen ist die auf manchen Bildern, guckt so, dass der untere Teil raus, stört mich. Aber dafür, dass es das erste Shooting war, ist es okay. Und dann habe ich immer mal so gesagt, hier kannst du vielleicht das mal probieren, das mal probieren. Und es war so cool. Und im Endeffekt war mein... Part vom Shooting halt wirklich nur so 15 Minuten lang und der andere Part von den anderen ging auch 15 Minuten lang. Und das war so cool. Ich kann mal gucken, ob ich euch die Bilder zeigen kann, warte. Also wir durften leider nur super wenige Bilder behalten. Wir haben in der halben Stunde von uns beiden Looks zusammen 180 Bilder gehabt und wir durften 15 behalten. Und ich habe nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von meinem Look. Also ein bisschen sad, aber... Das ist sie. Oh, sie war so cool und so hübsch und sie hat so gut gemacht. Leute, guckt euch das an. Ich habe das einfach gemacht. Das ist so cool. Es war halt auch einfach so cool zu sehen, wie so meine Visionen real wurden. Weißt du, was ich meine? Ich habe mir die ganze Woche darüber Gedanken gemacht und sie hat so gerockt und es war, oh, es war wirklich toll. Dann, das sind die Bilder vom Stillleben-Shooting. Warte. Feiere ich jetzt nicht so unfassbar krass, aber es war okay. Aber ja, das war mein Tag. Crazy, oder? Super crazy. Ich kann euch noch ein bisschen mehr zeigen. Ich habe leider nicht so viel auf meinem Handy, aber damit ihr die Vision versteht, das war das Moodboard für generell so den Vibe. Und das war das Moodboard für Posen und sowas. Ich weiß nicht, für die Leute, die es jetzt interessiert, ich kann ja generell mal so erzählen, was wir noch so für Aufgaben hatten. Wir hatten wirklich viele Aufgaben. Ich glaube, mir fallen jetzt nicht alle ein, aber eine Aufgabe, mit der ich auch sehr viel Spaß hatte, war ein Menswear-Look zu planen. Also wir haben teilweise wirklich echt viele Moodboards machen müssen, weil die halt sagen, das brauchst du halt eigentlich für alles und deswegen mussten wir da echt viel machen. Dann waren wir gestern im Museum und sollten uns ein Outfit raussuchen, das da hing und sollten das dann auch planen. Ich habe mir eins von Billie Eilish ausgesucht, habe dafür ein Moodboard gemacht. Dann hatten wir so eine Archive-Task, da mussten wir runtergehen in die Bücherei, weil die haben sozusagen seit, ich glaube, so 1970 haben die alle Vogue-Zeitschriften dort und mussten uns was aussuchen und das dann so ein bisschen analysieren. Also vom, wer ist der Stylist, wie haben sie das angeordnet, was war die Inspiration, sowas in der Art. Dann müssen wir uns die Chanel-Show von 2019 anschauen und das analysieren, habe ich noch nicht gemacht. Wir müssen für eine Schauspielerin einen Met Gala Look kreieren. Darauf freue ich mich sehr, weil... Muss ich auch noch machen, bis morgen. Weil ich liebe die Met Gala und ich liebe das Thema auch dieses Jahr. Das müssen wir machen. Wir mussten uns eine Person aus dem Kurs aussuchen und sozusagen Personal Styling für sie machen. Das habe ich heute auch gemacht. Übrigens, by the way... Ach, mein Akku ist leer. Okay, ich sag's noch ganz schnell. By the way, ich habe nämlich endlich eine Freundin gefunden. Also ich finde sie wirklich cool. Sie kommt aus L.A. und sie heißt Katja. Und sie hat Familie in Deutschland und wir verstehen uns wirklich gut. Und da bin ich sehr froh drüber, weil ich glaube, hätte ich sie nicht, wäre die Woche wirklich einfach echt nicht so cool gewesen, weil durch sie hat sie das ein bisschen besser gemacht. Aber ja, mein Akku ist leer. Ich gehe jetzt zum Supermarkt, dann mache ich meine Aufgaben und dann sehen wir uns morgen. Good morning! Heute ist der letzte Tag. Ganz verrückt. Es ist wirklich irgendwie so komisch, weil es so schnell vorbeiging. Also das ist wirklich ganz crazy. Naja, heute ist der letzte Tag. Und heute bin ich sehr gespannt, wie es wird, weil wir werden heute mit den anderen Gruppen zusammengelegt. Ich bin im Kurs Fashion Styling. Es gibt noch Fashion Journalism, Fashion Business und Fashion Creative Direction, glaube ich.
Und da wurden jetzt immer Gruppen erstellt, so dass halt aus jeder Gruppe so ein paar Leute zusammenkommen. Und man muss die Juli-Ausgabe planen für Vogue. Also, ja, interessant, weil das Ding ist, wir haben halt nur super wenig Zeit und man muss das, also wir haben von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr Zeit, was im Prinzip nichts ist. Und eigentlich hatten wir gehofft, dass wir vielleicht schon vorher was machen können, aber die Person, die im Creative Direction Team ist, muss halt entscheiden, wer aufs Cover kommt. Das heißt, die Person muss sich überlegen, wer ist im Juli aktuell, welche Filme kommen raus, welche Musik kommt raus, wer hat jetzt einen Oscar gewonnen, so solche Sachen. Und dementsprechend hängt halt erstmal alles von der Person ab. Ich bin gespannt. Wir müssen dann, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, wir müssen eine Beauty-Kampagne machen und ein normales Shooting mit der Person dann fürs Cover, glaube ich. Also planen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin froh, weil ich bin diesmal mit Leuten in einer Gruppe. Also ich bin mit dem einen Mädchen, mit der ich mich sehr gut verstehe, und der einen 50-Jährigen, mit der ich mich auch gut verstehe, bin ich in einer Gruppe vom Stylisten-Team und deswegen glaube ich, wird es ganz gut heute. Aber ich bin absolut noch nicht ready dafür, das dann zu präsentieren vor allen. Ich glaube, keiner hat Bock darauf wirklich. Aber gut, was muss, das muss. Und dann ist auch schon fertig. Weil dann ist nur noch so, dann kriegt man das Zertifikat und dann gibt es noch Prosecco und sowas. Ich glaube, es geht heute bis 17 Uhr. Ja, ich gehe jetzt mal in den Café, weil ich habe richtig schlecht geschlafen. Ich habe gestern bis circa ein bisschen später als 23 Uhr noch mein ganzes Zeug gemacht. Also einiges, ich hatte immer noch was übrig. Und ich habe so einen leichten Schlaf schon die ganze Zeit gehabt, dann bin ich echt so um 3, 3:30 oder sowas aufgewacht und konnte überhaupt nicht mehr schlafen. Da habe ich noch eine Sache gemacht, die ist eher so zusätzlich gewesen, also ich glaube, wir geben das von den anderen ab. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht, weil ich auch Spaß dran hatte. Und ja, deswegen bin ich sehr, sehr müde, aber ich muss auch jetzt das Zimmer verlassen, weil ich kann hier nicht mehr drin sein, wirklich. Ist ja schlimm. Und deswegen gehe ich jetzt ins Watch House, da war ich im Dezember jetzt schon einmal. Und ich habe der Katja geschrieben, ich glaube, sie schläft ehrlich gesagt noch. Weiß nicht genau, ich glaube, sie schläft noch. Ich schreibe jetzt einfach mal, da ich auf dem Weg bin. Wenn sie Lust hat zu kommen, dann kann sie kommen. First time in a form and shape that was by design. Felt like tunnel vision when you get revived. Like I seen a light, like I opened blinds. Like I could feel the shine. I was looking forward and could see behind. Yeah, this ain't what I want, ain't what I want. It's what I need. It's what I need. I've been here before, just couldn't see. Yeah, last time I fell down, could barely get back on my feet. Yeah, I put myself out just to watch it all repeat. This ain't what I want, ain't what I want, it's what I need. It's what I've been here before, just couldn't see. Yeah. Last time I fell down, could barely get back on my feet. Yeah. I put myself out, just to watch it all repeat. Always gotta keep my head up, always gotta keep my eyes up. Smoking dope, got my eyes low, off the dress, kill my idols. Hey friends, ich sehe vielleicht gerade ein bisschen crazy aus, weil ich gerade noch eine Kappe anhatte. Aber ich dachte, und die Kameraführung ist hier gerade auch nicht schön. Aber ich dachte, ich berichte mal kurz von gestern, weil gestern war, oh Gott, habe ich Augenringe. Gestern war wirklich so ein cooler Tag, weil wir wurden ja mit anderen Gruppen zusammengelegt. Und es hat tatsächlich so gut funktioniert und wir hatten halt so eine coole Idee. Also wir mussten ja die Juli-Ausgabe sozusagen planen. Und es war halt so cool, weil das Journalistenteam hat sich halt vorher schon Gedanken drüber gemacht und die haben sich halt entschieden für die Olympics und auch auf der anderen Seite Pride, weil es ist ja so im Juni und teilweise auch im Juli. Und es war halt so eine gute Idee von Anfang an, weil man konnte so viel damit machen. Und die haben dann Artikel darüber geschrieben, also sozusagen auf unserer Frontseite von Vogue waren zwei Frauen, die sich im Rugby-Team kennengelernt haben und jetzt halt eine Beziehung zusammenführen. Und unsere Ausgabe sieht so schön aus, ich habe sie leider gerade nicht auf meinem Handy, aber vielleicht kann ich später nochmal einblenden oder sowas. Haben die einen Artikel darüber geschrieben, dann noch über, ich weiß gerade gar nicht mehr ihren Namen, über eine Formel 1. Formel 1 ist ja so eine relativ männerdominierte Sportart und die hat es irgendwie geschafft, da rein zu sneaken und ist jetzt so richtig erfolgreich damit, keine Ahnung. Ich sehe so schön aus, aber egal. Und, oh, ein kleiner Hundi. Aber, was ich sagen wollte, ist, ich war tatsächlich so stolz auf mich, weil ich bin halt auf die Idee gekommen für unsere Kampagne, weil wir mussten einmal ein Moodboard erstellen für ein Editorial-Shooting und dann für ein Beauty-Editorial-Shooting. Und meine Idee war es, halt jemanden zu finden, der irgendwie so Sport
der oder die Sport und Pride vereint. Und dann habe ich an Billie Eilish gedacht, weil Billie Eilish hatte ja letztens unabsichtliches Coming Out und kommt ja jetzt auch ihr Album raus und sie hat generell auch so einen sportlichen Style und sowas. Und die fanden es richtig toll und dann haben wir so eine richtig coole Sache ausgearbeitet mit ihrem Look. Also ich wünschte, ich könnte es euch zeigen, aber ich habe es leider nicht hier. Ich glaube, ich habe es gefilmt mit meinem Handy. Ich bin mir unsicher. Und für die Beauty-Kampagne haben wir uns für Billy Porter entschieden, weil der in Brighton & Hove die Pride hostet, also die Parade. Da haben wir auch so was Cooles gemacht mit so 70er Disco-Look und sowas. Es ist wirklich ganz toll geworden. Und die anderen, die haben halt auch so gute Themen bearbeitet. Also die vom Business-Team, sie musste sich ein Event ausdenken und sie hat dann gesagt, dass man, weil im Juli, glaube ich, oder im Sommer zumindest, ist hier dann auch der irgendwas von Formel 1, ich bin da nicht so im Game, aber das ist auf jeden Fall hier in England, London irgendwie so. Sie hat ausgearbeitet, ach, ist auch egal. Sie hat auf jeden Fall was richtig Cooles gemacht, ich werde jetzt gar nicht zu weit ausholen. Und es war irgendwie so schön und wir hatten so viel Spaß alle und es war so stressig aber auch und dann mussten wir es halt vor allen präsentieren und wir waren vorher so nervös und wir haben es aber so gut gemacht und alle haben uns gelobt und alle Lehrer sind danach nochmal zu uns gekommen und meinten so, sag's nicht den anderen, aber eure Gruppe war die beste und die haben gesagt, es war schon fast irgendwie emotional von unseren Themen her und dass sie so viel Hoffnung in uns haben, weil gerade unsere Generation halt so normal und offen über LGBTQ redet und alles, was dazu gehört. Und die fanden das irgendwie so toll. Und dann haben wir uns so gelobt wegen dem Styling-Ding und ich war so stolz. Weil ich habe irgendwie Anfang der Woche echt gedacht, dass ich irgendwie nichts drauf habe, weil alle so flexibel in ihren Sachen waren und irgendwie so ganz anders gearbeitet haben als ich. Und ich glaube, ich habe jetzt aber herausgefunden, dass es eigentlich ziemlich gut ist, schon so seinen eigenen Stil und seine eigene Vision zu haben. Weil mein Problem ist immer, dass ich, wenn ich was habe, was ich mag, dass ich es umsetzen muss. Es ist, glaube ich, eigentlich auch eine ziemlich große Stärke. Ich weiß nicht genau, aber ja. Jedenfalls muss ich ehrlich gesagt jetzt generell sagen, dass ich bin irgendwie sehr stolz auf mich, weil ich war echt Anfang der Woche so verzweifelt und ich habe wirklich überlegt, es abzubrechen, weil ich es so schlimm fand. Und habe ich mit den anderen gesprochen, mit denen ich die Woche über gar nicht so viel Kontakt hatte. Und alle haben genau das gleiche gesagt und meinten so, boah, ich war am liebsten nach Hause gegangen, es war so schlimm. Und ich war so, oh mein Gott, ich war nicht die Einzige, okay. Und keine Ahnung, ich habe es durchgezogen und ich habe meinen Spaß daran gefunden und ich habe das alles auf Englisch gemacht und ich habe Freunde gefunden und irgendwie ist es manchmal so schon fast normal für mich, dass ich dann hier bin und dass ich durch die Stadt laufe und alles alleine mache und das ganze U-Bahn-System und alles abends alleine rumlaufe und sowas und dann denke ich mir, nein, das ist nicht selbstverständlich, so, du bist so weit gekommen, dass du das jetzt machen kannst und ziehst es einfach durch und ich bin, ach, ich weiß auch nicht, ich bin wirklich stolz auf mich gerade. Das ist wirklich gut. Und wir haben jetzt überlegt, weil Katja und ich, also das Mädchen aus L.A., haben überlegt, dann vielleicht im Sommer den Fashion Media Kurs zusammenzunehmen. Und es war dann ein Monat. Und ich war die ganze Zeit so, oh, ich will es nicht machen, weil ich habe da Geburtstag. Und meine Schwester, ich werde tatsächlich Tante, das habe ich noch gar nicht erzählt. Oh mein Gott, ich werde Tante zum allerersten Mal in meinem Leben. Und ich freue mich so sehr. Und das ist aber halt auch in den Zeitraum. Und ich weiß nicht, ob ich gehen soll oder nicht, aber ich will eigentlich wirklich. Naja, jedenfalls, ich muss jetzt mal zurücklaufen, weil ich habe in genau einer Stunde Checkout und ich laufe so circa 20 Minuten noch zurück und ich muss mein Handy nochmal laden. Und dann treffe ich mich mit Katja am Flughafen, weil wir circa die gleichen Flughafen, also wir fliegen nur 10 Minuten Unterschied voneinander und dann verbringen wir da einfach die ganze Zeit zusammen. Wir hätten noch viel mehr Zeit hier in London gehabt, aber wir waren so, okay, komm, wir chillen einfach am Flughafen, dann ist alles easy. Und by the way, wir waren gestern noch in der Pub, ich war zum allerersten Mal in der Pub und es war auch richtig, richtig cool und ich hatte so viel Spaß dort und wir haben Dart gespielt und wir haben andere Leute noch kennengelernt und die eine, oh, sie war so cool, sie hatte einfach ungelogen, wenn man die Augen zugemacht hat, sie hat sich angehört wie Dua Lipa, selbst vom Lachen, von allem. Und dann noch eine aus Dublin und eine aus Berlin. Die waren alle zusammen in der Gruppe. Und wir haben uns so gut verstanden. Und dann sind wir abends einfach spontan in die Pub gegangen. Und es war nice. Es war cool. Es war wirklich schön. Davor waren wir noch Pizza essen. Und jetzt ist vorbei. Ich bin wirklich sehr sad. Weil ich bin hier wirklich heute Morgen durch London gelaufen. Teilweise mit Tränen in den Augen. Weil ich so, ich möchte nicht gehen. Ich fühle mich hier so zu Hause. Und ich weiß nicht wieso. Und ich will nicht gehen. Aber ich muss jetzt gehen. Außerdem wird es langsam kalt.